Meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Was ist bei mir angekommen? Und zwar die Charmy-Box. Und wenn dich der Inhalt interessiert, dann wie immer schnapp den Kaffee, den Keks, was auch immer dir gut tut. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Wichtigste zuerst, wenn du neu bei mir hier auf meinem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt. Das ist kostenlos. Und für alle, die wieder eingeschaltet haben, schön, dass ihr da seid. Die Charmy Box ist eine Naturkosmetikbox, die du ab 24,99 erwerben kannst. Sie kommt alle 2 Monate, wie gesagt, vegan, tierversuchsfrei, und du hast wirklich eine tolle Box, die wirklich echt kleine süße Überraschung hat. Sie hieß ja vorher Vegan Beauty Basket und ich weiß jetzt nicht, wie die Inhaberin heißt, die schreibt auch immer, also die malt so Karten mit Katzen, das legt sie immer bei, und wir haben vor allen Dingen ein Heftchen. Ich habe schon mal aufgemacht und schon gelunzt, ich bin ja nicht neugierig. Und zwar die liebe Ina, heißt sie Ina? Ich weiß jetzt gar nicht, heißt sie Ina? Genau, Ina heißt sie. Hat wieder eine Karte reingelegt. So sieht sie aus. Finde ich immer sehr praktisch, auch für Verlosungen von euch. Und das ist im Endeffekt das Heftchen. Da steht alles drin, was wichtig ist, was mich interessiert. Und der erste Blick in der Box oder aus der Box sieht so aus. Wie gesagt, das ist eine sehr schöne Box. Mir gefällt die richtig gut. Kommt nur alle 2 Monate. Da hast du eben auch die Chance, Produkte aufzubrauchen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Produktheft für den September. Und da schauen wir mal, was haben wir denn als allererstes? Da greife ich einfach mal rein. Und zwar Uga Uga, ein Cream Highlighter, 6 ml für 14,99 €. Uga Uga aus Litauen stellt hochwertige natürliche Pflege- und Make-up-Produkte her. Moon Part verleiht der Haut einen natürlich zarten Glanz. Der heißt so Moon Part, heißt der Highlighter. Und der hat eine wachsartige Konsistenz und lässt sich leicht auftragen. Okay, dann machen wir das Schätzchen mal auf. Ich bin nicht so ein Fan von Creme-Produkten. Allerdings tut mich der schon jetzt ein bisschen interessieren. Schaut mal, eine super Verpackung. Habe ich noch nie gesehen. Die Firma sagt mir jetzt auf Anhieb auch gar nichts. Riecht sehr natürlich. Und dann schauen wir mal. Ja, der ist schon wirklich sehr natürlich. Aber ich sag mal, wenn du nur so einen ganz leichten Glow auf den Wangen haben möchtest, dann kann das gut funktionieren. Der wird definitiv mal bei mir bleiben. Das testen wir mal gemeinsam. Weil, wie gesagt, ich kenne die Firma noch nicht. Aber ich würde halt auch gerne mal was anderes testen. Zwischendurch 14,99 € finde ich okay. Es ist ein großes Produkt. Mit Highlightern kommt man ja auch eine ganze Weile. Das nächste Produkt ist von I&M Naturkosmetik. Sieht so aus. Ich packe es gleich aus. Und zwar ein Augenroll-On. 10 ml, 16,90 €. Ein feuchtigkeitsspendendes leichtes Gel aus Gurkenextrakt. Fairtrade Aloe Hyaluron. Tut Trockenheitsfältchen aufpolstern und mit dem Granatapfelextrakt Schwellungen verhindern. Okay. Sowas mag ich tatsächlich sehr gern. I&M ist wirklich eine tolle Marke. Da ist halt meistens so, dass du die Sachen immer zeitnah aufbrauchen musst. Deswegen öffne ich es jetzt mal nicht. Aber auch hier, sage jetzt mal, ein Produkt, was du dann hier unter die Augen so einfach so einrollst. Tatsächlich mag ich sowas sehr gern. Einfach so, das hat durch die Aloe Vera dann so einen kühlen Effekt. Vielleicht macht es auch Sinn, das im Kühlschrank aufzubewahren. Dann kannst du das einfach so einrollen. Das ist wirklich sehr schön. Die haben nämlich 4 Monate nach Öffnung ist das nämlich nur haltbar. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal zu. Aber auch dieses Produkt fein, fein, fein. Und dann haben wir ein nächstes, und zwar ein Haarserum. Okay, 20 ml, 32 €. Das ist eine stolze Hausnummer von einem Preis. Und zwar das Serum mit Keramin ist ein reichhaltiger und leichter Cocktail aus hochwertigen zertifizierten Pflanzenölen. Keramine aus Weizenkeimen und Distel reparieren und bauen geschädigtes Haar wieder auf. Verleiht dem Haar Glanz, okay.
Abhängig von der Länge, bla bla, durchschnittlich 2 bis 4 Tropfen pro Anwendung. Erwärmen Sie die Tropfen zwischen den Händen und tragen sie auf das Haar auf. Meiden Sie den Haaransatz. Genau, wenn du sowas nämlich an den Haaransatz machst, dann hast du meistens einen fettigen Kopf und das ist nicht so gut. Ich warte derzeit wieder auf meine Rezilin-Haarkur, da bin ich schon sehr gespannt. Aber dieses hier ist auch von der Verpackung echt schön, muss ich sagen. Werde ich auf jeden Fall mal probieren. Momentan habe ich noch keinen Friseurtermin gemacht, weil ich mir dachte, wenn ich eh die ganze Zeit krank geschrieben, boah, nicht zum Friseur gehen. Entschuldigt bitte, ihr müsst es ertragen. Ihr müsst da jetzt durch. So, und dann haben wir das letzte Produkt von Puro Bio, ein Eyeliner. Nein, es ist nicht das letzte Produkt. 10,99 €, ein schwarzer Eyeliner. Gut, Eyeliner habe ich jetzt lange nicht mehr genommen, muss ich sagen. Ich nehme dann immer ein Kajal. Ich weiß noch nicht, ob der bei mir bleibt. Ja, schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht. Tatsächlich, Puro Bio ist gar nicht so schlecht, die Marke. Ich werde es mal testen. Oder erstmal in die Schublade, ins Backup tun und dann mal schauen, ob ich ihn irgendwann mal sehnsüchtig in meinem Bad erwarte und sage, so, jetzt verwende ich ihn. Jetzt kommen wir zum letzten Produkt und zwar von der Firma Lady Green 200 ml, 13,49 €, ein Micellenwasser. Ist eine französische Marke und das finde ich tatsächlich richtig gut. Ich habe nämlich momentan ein Produkt, was mir früher gut gefallen hat, aber momentan irgendwie nicht so richtig, deswegen bin ich ganz froh, wenn da mal was anderes kommt. Und zwar sieht das so aus. Finde ich sehr ansprechend, muss ich sagen. Gleich mal riechen. Riecht erfrischend. Ein bisschen was von fruchtigen Hintergründen mit Apfel und Granatapfel. Das werden wir auf jeden Fall mal probieren. Und das war tatsächlich schon die Box. Ich zeige es euch nochmal. Wir haben das Micellenwasser. Wir haben den Eyeliner. Wir haben das Haarserum. Wir haben den Augenroller und wir haben den Highlighter. Was sag ich zu der Box? Ich finde sie richtig gut. Den Eyeliner, das ist so Hassliebe. Wenn ich keinen habe, brauche ich einen. Und wenn ich einen habe, brauche ich keinen. Aber alles andere finde ich völlig in Ordnung. Finde ich eine tolle Box. Sehr solide, muss ich sagen. Und Naturkosmetik, muss ich auch gestehen, finde ich immer wieder interessant. Weil, sage ich euch auch immer wieder, ich stehe oft in Laden und denke mir, Naturkosmetik, will ich jetzt kaufen, will ich nicht kaufen, kaufe dann eigentlich mir das altbewährte. Und durch diese Boxen hast du immer wieder die Chance, auch neue Produkte zu testen, eben im Bereich der Naturkosmetik. In diesem Sinne beenden wir hier das Video. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, freue mich auf den nächsten Monat, wenn die nächste, also beziehungsweise September, Oktober ist das jetzt, dann kommt erst im November dann die nächste Box für November, Dezember. Vielleicht haben Sie dann auch eine schöne Überraschung für den Dezember. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns zu einem nächsten Video wiedersehen. Diesmal war es ein bisschen kurz und knackig. Und wie gesagt, es kommen jetzt jede Menge Videos für euch. Würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Und bis dahin, eure Heike.